If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Guten Morgen, beziehungsweise hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Ihr seht schon, ich bin gerade unterwegs und zwar ist es gerade 11 Uhr, der Hakan ist auf die Arbeit gegangen und ich dachte mir, bevor ich mich heute den ganzen Tag zu Hause langweile, besuche ich mal die Elif, die kennt ihr ja wahrscheinlich von unseren älteren Videos oder in den letzten Videos kamen die auch vor, das ist eine Freundin von uns. Und ja, ich dachte, ich gehe da jetzt einfach mal zum Kaffee vorbei, weil ich da voll lang nicht mehr war. Also wir waren allgemein da voll lang nicht mehr, weil wir irgendwie die Zeit nicht mehr gefunden haben. Aber ich dachte, ich gehe jetzt mal sie besuchen, mal alleine, ohne die Männer. Und schauen, was es so Neues zum Tratschen gibt. So Leute, wir frühstücken jetzt doch. Schaut mal, denn Nia tut alles vorbereiten. Sag mal hallo. Kennen wir vom Hakan gar nicht, gell? Die haben wir, glaube ich, noch nie so in der Küche gesehen. Hold me close till I get up. Time is barely. So Leute, ich bin wieder im Auto und zwar mache ich mich jetzt wieder auf den Weg und zwar gehe ich zu meinen Eltern. Die wollte ich auch noch schnell besuchen. Mein Bruder hat sich nämlich gestern beim Fußballspiel verletzt und der muss jetzt einen Gips tragen und Krücken. Ja, ich wollte nur mal schnell nach ihm sehen und mal gucken, was da so passiert ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, meine Eltern besuchen. Die habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen. Ja, ich schaue jetzt einfach mal, was da noch so geht. Und hole noch ein bisschen Tratsch und Klatsch von denen. Und danach mache ich mich auf den Weg nach Hause. So, meine Lieben, ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern angekommen. Und ich schaue jetzt mal, wie es meinem Bruder geht. Das war das Netteste, was er noch gesagt hat. Hello. Hallo. Also Leute, da ist mein Bruder. Hier ist sein Gips. Und der Arme kann nicht mehr laufen, deswegen muss er mit den Krücken hier laufen. Und schaut mal, er hat hier so Spritzen bekommen. Gegen Thrombose, weil er ja ständig liegt. Und das eben Thrombose gefährdet ist, kriegt er solche Spritzen jeden Tag. Jeden Abend, oder? Ja, jeden Abend. Schaut mal, jeden Abend kriegt er so eine Spritze. Ich glaube, ich könnte das ihm nicht verpassen. Das machen immer meine Eltern. Und das verdünnt eben sein Blut, dass es besser fließen kann, damit eben das Blut nicht an seinem Bein angestaut wird, weil er das ja kaum bewegt und das ständig eben liegen muss. Ja, das ist beim Fußballspielen passiert, oder? Das ist beim Fußballspielen passiert. Beim Fußballspielen ist es passiert, ja. Wo denn auch sonst? Also alle Leute, die da draußen Fußball spielen, hey, hört einfach auf damit. Man kann sich nur verletzen. Früher oder später verletzt man sich einfach. Man kommt gar nicht drum rum. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wer auch Fußball spielt und sich schon mal verletzt hatte. Also mein Bruder schreit gerade von hinten, ich. Und ja. Also es ist noch nicht sicher, ob es gebrochen ist oder nicht. Er hat eben jetzt nochmal einen Termin beim Arzt und dann wird sich endgültig feststellen, was jetzt gerade ist, weil es ist noch ziemlich unklar. Das Einzige ist halt, er kann sein Bein nicht bewegen. Ja, ich melde mich dann einfach mal wieder, wenn wir neue Infos haben und gebe euch dann Bescheid. Hallo, ich melde mich zurück von zu Hause und zwar habe ich es mir jetzt schon wieder gemütlich gemacht und ich wollte ja eigentlich noch einen Artikel zeigen, der ist in der Zeitung und zwar eben von meinem Bruder, weil er verletzt wurde. Also hier in der Günzburger Zeitung, er spielt bei der Mannschaft Bubelsheim, steht eben, was passiert ist, Tugaydemir, das ist er ja. Also für alle, die es nachlesen wollen, die können das hier gerne machen. Ich hatte euch ja erzählt, dass mein Bruder eben Fußball spielt und schon ein bisschen in einer höheren Liga. Dementsprechend ist er auch ein bisschen bekannter. Also meine beiden Brüder spielen in derselben Mannschaft. Und ja, schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Ja, und ich mache mich jetzt dann so langsam an die Hausarbeit. Ich muss zu Hause nämlich noch so viel machen. Spülmaschine muss ausgeleert werden, Wäsche müssen aufgehängt werden, mein Kleiderschrank muss aufgeräumt werden.
Ich schaue einfach, dass ich alles hinkriege, bis der Hakan kommt, damit er dann, wenn er da ist, wir gechillt auf der Couch legen können und unsere Serie anschauen können. So Leute, ich habe jetzt richtig Hunger und ich weiß nicht, was ich essen will, weil ich habe es schon oft gesagt, wenn ich alleine zu Hause bin, habe ich überhaupt keine große Lust, was zu kochen oder irgendwas. Meistens esse ich dann nur ein Brot oder so, weil ich habe jetzt auch keine Lust auf Brot. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal wieder meine Zucchini-Puffer. Die schmecken nämlich so lecker und gehen so schnell. Also wer sich für das Rezept interessiert, einfach dranbleiben. Ich zeige es euch gleich. Ich richte nur schnell alles her. So, ich habe nur ein paar Zutaten, nämlich Mehl, Salz, Pfeffer, eine Zucchini und ein Ei. So, also ihr besorgt euch eine Reibe und dann reibt ihr einfach die ganze Zucchini. So, danach legt ihr einfach das Ei auf. Ups. Sorry für das Quaken da hinten, aber Nadja spielt mit ihrer Spielzeugmaus. So, dann ein bisschen Salz, je nach Belieben, ich liebe es salzig. Ein bisschen Pfeffer. Je nach Belieben wieder tue ich ein bisschen Mehl rein, einfach, dass die Masse zusammenhebt. Fertig, jetzt rühre ich das Ganze nur um. Dann braten wir das Ganze in einer Pfanne an. Dafür gebe ich ein bisschen Öl in die Pfanne. Nachdem das Öl soweit ist, nehme ich einfach so einen kleinen Klecks Esslöffel und gebe es in die Pfanne und drücke es so ein bisschen platt, dass es einfach so ein bisschen ausschaut wie ein kleiner Pfannkuchen. Also bei mir sieht das jetzt ungefähr so aus. Das Ganze lässt jetzt einfach ein bisschen goldbraun anbraten, wendet es und dann lässt es nochmal goldbraun anbraten und danach könnt ihr es essen. So, und fertig sind die Zucchini-Puffer. Ich esse sie ganz gerne immer noch mit Joghurt. Aber ihr könnt es natürlich essen, so wie ihr es wollt. So, meine Lieben, ich habe jetzt gegessen, noch ein bisschen gechillt und bevor der Hakan kommt, wollte ich ein großes Problem hinter mich bringen. Und zwar unsere Problemzone. Ich schwör's euch, ich räume hier fast jeden zweiten Tag auf. Ich zeige euch mal, wie es wieder aussieht. Ich weiß nicht, wie es so wird und weshalb so wird. Wirklich, wie gesagt, ihr seht so oft, dass ich hier aufräume. Ich tue nicht so, nur so, ich räume echt auf. Aber irgendwie bringt es nichts. Deswegen wollte ich das noch in Angriff nehmen. Und danach ist Extreme Couch Chilling angesagt. Ich habe das Chaos beseitigt und wieder alles aufgeräumt. Ich bin die Beste. Jetzt lege ich mich auf die Couch. Der Hakan dürfte jeden Moment kommen. Ich warte jetzt einfach auf ihn. Ich zeige euch jemanden. Ihr willst du nicht mal was sagen? Nö. Jetzt war ich hier die ganzen Vlog alleine drehen und er kommt und sagt nicht mal was. Ich existiere nicht. Ich existiere in diesem Vlog nicht, deswegen brauche ich nicht reden. Ja? Also der Hakan. Du warst den ganzen Tag alleine? Ja, ja. Ich hatte ganz viel Spaß. Nee, Spaß. Ja. Also der Hakan ist jetzt. Ich werde mir mal morgen dann den Vlog anschauen, wenn er online ist. Und dann weiß ich, was du den ganzen Tag gemacht hast. Ich habe jetzt Quark gegessen, das war so lecker. Weil ich versuche jetzt abends nach der Arbeit, also nach der Spätschicht nichts mehr zu essen, dass ich halt noch ein bisschen abnehme, bevor wir jetzt in Urlaub fliegen. Und ab 10:30, 11 zu essen ist tödlich, tödlich. Deswegen esse ich immer Quark mit Eiweißpulver. Delikatesse. Und ich habe hier schon unsere Couch vorbereitet. Was vorbereitet, wo ich heute in die Arbeit gegangen bin, war schon so, weil ich auf der Elbe auf der Couch geblieben bin. Zwischenzeitlich habe ich aufgeräumt und dann Visa hergerichtet. Ey? Ja. Warte mal. Okay, stimmt, da hat sich was verändert. Naja, meine Lieben. Der Hakan ist da. Wie gesagt, jetzt wird nur noch auf der Couch gechillt. Deswegen, glaube ich, wollt ihr das nicht mehr mit ansehen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen da. Für weitere Videos könnt ihr uns natürlich kostenlos abonnieren und zwar hier unten. Dann verplant ihr keines unserer Videos. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst mir auch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Dass ich heute so fleißig aufgenommen habe. Daumen! Also bis dann. Tschüss!